unserer Sicht die Fragen mit Chief Investment Officer Felix Brill. Felix, warum schaust du dir die Impfraten genau an? Ja, weil Corona uns nach wie vor beschäftigt. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sehen zwar große Fortschritte in gewissen Ländern, zum Beispiel in Israel. Da sind bereits 2/3 der Bevölkerung zumindest einmal geimpft worden. Das heißt, die Rückkehr zur Normalität ist in greifbare Nähe gerückt. Gute Fortschritte gibt es auch in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten. Weniger gut sieht es in anderen EU-Ländern aus, in der Schweiz und in vielen Schwellenländern. Da kommt es nicht so richtig voran, da harzen die Impfkampagnen noch. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Impffortschritt und der wirtschaftlichen Erholung? Ganz klar, wir sehen das. Also wir sehen auch insbesondere in den USA jetzt oder auch in Großbritannien, dass die Länder, die schon weiter sind bei der Impfkampagne, natürlich mehr Lockerung machen können und damit dann auch die Wirtschaft wieder in Fahrt kommen kann. Großbritannien, öffentlichkeitswirksam, alle sind in die Pubs geströmt in den letzten Tagen, zumindest im Außenbereich, weil man jetzt wieder raus darf. In Deutschland dagegen spricht man über Notbremsen, Ausgangssperren. Und das ist natürlich keine tolle Aussicht für die Gastronomie dort. Stichwort Deutschland. Wir haben in der Allokation immer noch ein Übergewicht in europäischen Aktien. Ist denn das immer noch gerechtfertigt, obwohl die Aktien schon ziemlich gut gelaufen sind dieses Jahr? Wir glauben schon. Also wir glauben, dass Europa, auch Deutschland, noch Aufholpotenzial weiteres hat. Wir sehen, dass die Bewertungen der europäischen Aktien noch nicht so hoch sind wie zum Beispiel von amerikanischen Aktien. Und hinzu kommt einfach noch die Kehrseite vom Impfschlamassel. In Europa haben wir noch viel mehr Möglichkeiten, dass wir Verbesserungen sehen werden. Darauf setzen wir und deswegen haben wir europäische Aktien im Portfolio Übergewicht. Sind denn andere Märkte vielleicht in den USA schon ein bisschen zu heiß gelaufen? Ja, wir sehen gewisse Stimmungsindikatoren, die zur Vorsicht mahnen. Wir sehen, diese Indikatoren signalisieren uns, dass doch sehr viel Risikoappetit momentan im Markt ist. Und Risikoappetit per se ist nichts Schlechtes. Es kann aber schon zu viel davon haben. Wir wissen alle, dass Märkte zu Übertreibungen neigen. Dann braucht es manchmal ein reinigendes Gewitter. Und die Indikatoren signalisieren uns, ja, es sind Wolken aufgezogen. Es kann also mal einen Schauer geben. Wir glauben aber, der Schauer ist eher von kurzer Natur und bietet dann auch wieder die Möglichkeit, um einzusteigen. Genügend Liquidität haben wir im Portfolio. Herzlichen Dank, Felix. Das war unsere Sicht. Die Fragen.